Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute gibt's mal wieder ein Mailday und zwar hat mir der Johnny einen Brief geschickt. Ja. Und wenn ihr mir was zuschicken wollt, könnt ihr das hierhin tun. Andrea Stürmer, Postfach 12 21 31 55743 Ida Oberstein. Ja. Und nach dem Intro werden wir mal schauen, was drin ist. Bis gleich. So, dann schauen wir mal rein, was er mir hier geschickt hat. So, als er hatte eine Postfachadresse, dann ist das nicht so schlimm. Ich das zeige, hier muss ich gucken, ob er drauf geschrieben hat, dass ich das vorlesen kann. So, hier sind Karten. Und ihr seht, es ist leer. Ich mach's mal auf den Boden. So. Schauen wir mal erstmal hier, was der Johnny hier möchte. Am besten schaue ich mal in den Brief. Also hier steht nicht drauf, dass ich ihn vorlesen darf. Ja. Tut mir leid, Johnny. Du hättest draufschreiben müssen, dass ich den vorlesen darf. Also wenn ihr mir was zuschicken wollt, müsst ihr draufschreiben, darf vorgelesen werden oder lies vor oder ja. Jo. Wenn ihr ihm was zuschicken wollt, hier könnt ihr gucken. Johnny Kupke, glaube ich. Postfach 11. Was, 1136 oder was? Ich guck mal gerade. 1136 in 01440 Kotzwick oder Koswick, keine Ahnung. Ja. Also ich soll ihm hier die zwei Karten unterschreiben und zurückschicken. Einmal hier Andrea Pirlo und einmal Hugo Campanaro aus der Adrenalin FIFA World Cup Brasilien Serie sind die. Ja. Also bekommst du zurückgeschickt, unterschrieben. Hat auch frankiert. Seht ihr? Müsst ihr dann auch tun, wenn ihr was unterschrieben haben wollt. So, dann schauen wir mal, was er mir hier zugeschickt hat. Hier haben wir aus der Magitex Serie 17-18 Castro. Dann haben wir hier das Hannover Trikot. Das aus der Extra Serie, glaube ich. Also Magitex Extra. Dann hier Robert Bauer von Bremen. Dann haben wir Pavard, der ja im Moment mit Bayern in Verbindung gebracht wird. Dann haben wir hier Gomez, der ja in Stuttgart spielt. Das Werder-Logo, das ist... Machen wir mal hier hin. Dann hier Dominik Heinz von Köln. Grüße gehen an den Julian. Dann haben wir Abraji von Freiburg, dann Stendera von Frankfurt, Grüße gehen an Langley. Dann haben wir hier Karim Bellarabi als Starspieler von Leverkusen. Dann hier Pirmin Schwegler von Hannover 96. Aaron Hunt von Hamburg, die ja jetzt in der zweiten Liga spielen. Hier haben wir Sané, also Salif Sané von Hannover 96. Ups, hier geblieben. Dann haben wir hier Oliver Baumann von Hoffenheim, aber aus der roten Serie hier. Dann haben wir Daniel Didavi, auch von der roten Serie. Dann haben wir hier ein paar Sticker von Die Wilden Kerle 5. So, halte ich mal ein bisschen höher hier.
Dann hier. Dann hier. Also wer die wilden Kerle schaut, der kann ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Also ich habe schon manche gesehen, auch wenn ich schon ein bisschen älter bin, aber man kann ja mal kurz gucken oder man kann die Filme ja auch schauen. So, da hat er mir hier noch Teamcards von 2010 zugeschickt, die ich ja schon mehrmals angeboxt habe. Ich glaube, ich habe 3 Displays geöffnet. Da haben wir Lulu, Lukas, Podolski. Dann haben wir hier Klose, Schweini und Ballack in Jubelpose. Hier haben wir die Mannschaft, wo wahrscheinlich zu den Fans applaudieren. Hier haben wir Philipp Lahm, der rechte Verteidiger, die Legende. Dann haben wir hier Stefan Kießling. Hier haben wir Oliver Bierhoff. Nochmal Kießling. Hier haben wir Mario Gomez. Der ist jetzt auch ausgetreten aus der Nationalelf. Er würde nur noch spielen, wenn Jogi Löw wirklich auf ihn zurückgreifen müsste. Ja. Da haben wir Aaron Hunt. Hier haben wir Jogi Löw. So, da haben wir hier Jerome Boateng. Ja, wer die hier nicht kennt. Auf der einen Seite ist das große Mannschaftslogo, Porträt, und auf der anderen Seite ist das DFB-Logo. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier zusammenbekomme, außer er hat mir wirklich das komplette geschickt. Hier haben wir Klose und Poldi. Da hat einer von denen wahrscheinlich ein Tor geschossen im Moment. So, hier haben wir wieder einen Teil von dem Puzzle. Vielleicht kriegen wir es ja doch zusammen. Ich weiß ja nicht. So, noch ein Teil. Noch ein Teil. Da haben wir hier Trochowski. Hier haben wir Lukas Podolski. Hier haben wir Aaron Hunt. Michael Ballack. Das ganze, die ganze Mannschaft hier. Und René Adler, der jetzt in Mainz spielt. So, aber ich glaube nicht, dass wir das zusammenbekommen, weil da fehlen ein paar Teile. Aber wer meine Videos gesehen hat, der weiß, wie das jetzt aussieht. Ich kann höchstens mal hier versuchen. Nein. Das könnte passen. Das könnte hier hinkommen. Ja, ein kleiner Teil kann man hier zusammen puzzeln. Oh, das war's dann auch schon. Oh, HB4, halb Mensch, halb Tier ist auch hier drauf. Ach, schade. Ja, da fehlen noch ein paar Teile. Aber nicht schlimm. Jo. Ich werde den Johnny hier oben, hier unten verlinken in der Videobeschreibung. Und wahrscheinlich auch hier oben. Na, hier oben. Der Infokarte. Ja. Also, wenn ihr mir was zuschicken wollt, ihr wisst ja, am Anfang des Videos habe ich die Adresse eingeblendet. Mit dem Briefkuvert. Ihr wisst schon. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.